Moin Moin mein Lieben, mein Name ist Efrekan vom Kanal Klein und Ingwer. Ja, ich bin hier im Rigottiland, wir haben so ein kleines Treffen und machen heute ein richtig geiles Kalbspieß. Ja, dabei ist der Gysi vom Garten-Gysi. Servus, bin heute der Hilfskoch. So, wir bereiten das Fleisch jetzt vor, das leckere Kalbfleisch, ja, und schneiden so kleine mutige Stücke und danach kommt später auf den Spieß und dann aufs Feuer und dann wird erstmal angerichtet. So, jetzt zeigt der Gysi mir mal, wie man optimal Fleisch in portionsweise Stücke schneiden kann, denn wir wollen ja diese Spieß hier komplett füllen mit Fleisch und später aufs offene Feuer legen. Und jetzt zeigt der Garten Gysi mir uns mal, wie man so optimal das Fleisch schön in Stücke schneiden kann. Gut, also die Version haben wir natürlich auch noch nicht gemacht, aber wir tasten uns jetzt daran. Wir machen keinen großen Fehler, wir fangen an und probieren mal ein Stückchen runter zu schneiden und schauen, ob das überhaupt gut drauf passt. Weil nicht, dass wir, wenn die lauter kleine Stückchen haben und wir kriegen es gar nicht auf den Spieß drauf. Genau, genau. Schneiden wir mal einen runter. Einfach mal so, oder? Genau, schneiden wir mal so. Kann man ruhig noch, sagen wir mal, so noch Ticken kleiner machen eventuell. Ja, probieren wir mal. Ja. Ja. Ich glaube, viel kleiner darf man es nicht machen. Sieht schon richtig gut aus. Wie schaut's aus? Kann man so lassen. Wenn wir davon 6 Spieße voll kriegen, sind wir auf jeden Fall heute alle glücklich. Alles klar, dann schneiden wir. Du auch? Ich versuche mitzuschneiden. Ich gucke ab, sage, wie sie macht vor, ich mach nach, so muss es sein. Ja, das ist scharfes Messer, also wie gesagt, immer gucken hier. Machen wir halt so ungefähr knapp einen Zentimeter, das scheint ganz gut genau, zu sein. Genau, hier mundgerechte Stücke, wunderbar. Ich mache nicht oft, mal ein, zwei Mal glaube ich, wie ich es mache jetzt hier, mit Schneiden mit Fleisch. Aber ich denke mal, wenn wir es so machen. Ja, einfach nur halbieren, dann genau. Passt es. Ja. Der Speis ist halt relativ breit, nicht dass genau. Es dann bricht. Wie viele Spieße müssen wir vollkriegen? Wir müssen 6 Spieße vollkriegen. So, stell mal 6 Spieße müssen reichen, so locker so ja, 10 bis 15 Personen bestimmt. Also schauen wir mal, wie wir rauskriegen. Eine Portion. Nicht, was ich später so Spießfinger haben. So. Wenn du einfach immer so wie eine Kralle greifst, ja, wie eine Kralle, okay. Und hier am Knöchel entlang also, okay. Schneidest gerade, dann erwischst du nie deinen Finger. Okay. Also. Meistens nicht. Also schon richtig gut, also das Fleisch ist schon richtig geil, also muss ich sagen, also Top-Qualität, so muss es sein, für später leckere Spieße, einfach noch mega. Tue ich das mal an, das ist richtig, ja, richtig frisches Fleisch, also einfach noch geil. Also ich bin irgendwie so jetzt so ein Flair drin, sag ich mal, wenn man so oft jetzt gerade so macht, so ein Fleischstück, kann man gut üben. Vor allem jetzt sowieso Filets erzählt und so rauszuschneiden sind. Normal die direkt schön auf den Grill draufpacken, brutzeln, Beste, da gibt es ein bisschen Salz drüber und dann hast du so einen Gaumenschmaus, sag ich mal immer, ne? Einfach nur geil. Was meinst du, so die Größe? Oder? Du bist noch Ticken kleiner Fleisch, Ticken kleiner Fleisch. Also müsst gucken, wie wir am Ende mal ausgehen mit dem Fleisch, ob wir wirklich die Spieße auch durchkriegen. Also ich glaube, das wird reichen so, auf jeden Fall. Ja, das schaut gut aus. Das schaut richtig gut aus. Also wenn wir 6 Spieße damit voll kriegen, ist das richtig gut. Ihr seht, das ist ein kleines Stück Fleisch schwieriger als jetzt für ein großes Stück. Da kannst du schon mal den Spieß mal so voll machen. Dass du oben und unten schon so ein bisschen Platz lässt, gleich zum Abstellen, weißt du? Mhm. Also, die stellen gleich schon auf dem Feuer, auf den Stein. Kannst ruhig wirklich voll mal die Spieße unten, oben ein bisschen Platz lassen. Ne? Oben unten so viel. Kannst du zum Drehen halten. Ne? Und sonst ruhig so voll wie es geht an den Spieß machen. Nicht so eng machen die Fleischstücke, ja, damit ich auch wirklich sagen wir mal, gut durchkomme. Wie sagt man so, wirklich so, dass die Fleisch das schön anbrät. Ja. Ne? Genau. Nicht, dass in der Mitte kocht und außen schwarz. Efrekan, Lebensmittelkontrolle. Oh, nein! Alles frisch hier, alles hygienisch hier. 1,50 Meter, passt. Ja. Weitermachen.
ist halt, ne, Standard. Ich danke dir, Garten Gysi, für deine Hilfe. Du hast mir so was Eigenes beigebracht. So, wir haben auch guten Spieß gefüllt. Schaut euch mal einen leckeren Spieß mal an. So muss es aussehen. Also später wird geil so ein Dürren. Also Kalbspieß in Sülben, Flammenburg gemacht. Und das muss man einfach hier so diese Zunge zergehen lassen. Also einfach vielen, vielen Dank, Gysi, ja, für die Hilfe. Ja, und gerne vor allem Ding, weil ich weiß, dass ich es nachher essen darf. Ja, ich bin dir natürlich gerne. Den Salat bereite ich mit dem Arthur zusammen zu. Der Arthur schneidet für mich die Zwiebeln. Ja, und ich mache die Petersilie, die zwei Zutaten zusammen mit den, ja, mit den Langspießen, wunderbar, bisschen Gewürz und dann schmeckt das richtig geil. Wir fangen schon mal an zu schnibbeln und dann sehen wir uns gleich. Das war's. Boah, jetzt bin ich auch schon so wieder Felix dran am Heulen. Arthur, machst du richtig gut, Arthur? Ja, ist ein bisschen Übungssache auf jeden Fall mit dem Messer. Genau, Arthur, so passt. Ne, kannst du vielleicht noch mal mit so einem kleinen Schneiden die Hälfte, sag ich mal so, ja. Und dann passt es dann auf jeden Fall. In der Zwischenzeit hol ich noch meine Gewürze schnell und dann tun wir schön würzen. Dann tun wir es schön servieren. Und auf die Spieße und dann richtig geil. So, wir haben jetzt drei Zutaten nur für den Salat. Heißt einmal süße Chiliflocken, scharfe Chiliflocken und so scharfes Chilipulver. Es reicht vollkommen aus für den Salat. Wir packen alles in eine Schüssel. Ja, die Petersilie einfach wunderbar hier rein. So, alles rein schön. Die Zwiebeln packen wir auch hier rein. Das sind so ungefähr zwei Gemüsezwiebeln, ja. Die packen wir einfach auch schön in die Schüssel rein. Arthur, genau so muss schön reinschaufeln. Sehr gut, so machst du das wunderbar. Einfach alles rein, was wir hier haben. Ja, also es ist wirklich ein simples, simple Zubereitung, sage ich mal. Zwei Zutaten im Endeffekt, ein bisschen Gewürze und Feierabend. So, wunderbar, Arthur, danke dir. Wir packen jeweils so ja, zwei bis drei Esslöffel Chiliflocken süß rein und dann mal Chiliflocken scharf rein. Ja, und je nach Bedarf ordentlich hier Chilipulver. Es soll so ein bisschen auf scharf angelegt sein, also das schmeckt richtig gut, wenn es scharf ist. Sieht dann so aus, jetzt tun wir mal schön das Ganze hier ordentlich ja, durchmischen hier. Man sieht schon die Farbänderung von der Zwiebel, wunderbar, sage ich. Und das ist einfach ganz simple Rezept mit zwei Zutaten, direkt aus dem Garten, Petersilie und Gemüsezwiebeln. Und das ja, schmeckt auf jeden Fall richtig gut, meine Herren, meine Damen und Herren, also liebe Leute. So muss es sein. Richtig fein, richtig geil. Ein Geschmackserlebnis. Ja. Guckt euch mal das mal an. Wunderbar. Also, was Besseres gibt es nicht hier. Das Einzige, was zum Fleisch noch dazu kommt, ist Salz. Ja, und mehr nicht, denn die Gewürze haben wir schon im Salat drin. Also reicht es vollkommen aus, nur das Fleisch ein bisschen salzen und fertig ist. Hier gehen wir so, je nach Bedarf, ja, zwei bis drei Esslöffel Salz auf das schön leckere Fleisch, sagen wir hier. Und dann können wir es einmal schön vermengen. Und dann müsste es auch vollkommen ausreichen. Hier mal einmal so durchkneten, hier das Fleisch. Ja, aufpassen, dass es nicht daneben geht. Und ja, ganz simpel, ganz einfach, ganz schnell. Ein bisschen Salz hier schön verfeinern das Fleisch. Jetzt gut vorbereitet, jetzt können wir das Fleisch auf die Spieße geben, ja, einfach ganz normal das Fleisch so auf die Spieße verteilen, ja, hier drauf stecken so, wir müssen so gucken, dass wir unten noch ein bisschen greifen können, wenn es auf dem offenen Feuer liegt, so damit ihr es halt mal ein bisschen drehen könnt hier, nicht zu eng das Fleisch hier auf die Spieße packen, ganz normal drüber legen, ja, und so ist die Sache damit erledigt. Und so sollen die Spieße am Endeffekt aussehen am Ende und jetzt kommen die Spieße am schönen offenen Feuer oder auf normalen Grill und dann werden die schön von beiden Seiten angebraten und dann wird serviert, meine lieben Freunde. So muss es aussehen. Leckere Kalbspieße. So, meine
mein Leben. So muss ein Spieß aussehen. Mega lecker. Im Zusammenhang mit dem wunderschönen Salat. Ein Gaumenschmaus. Lasst euch schmecken. Ich tue jetzt mal essen und dann, ja, was soll ich sagen? Euch noch viel Spaß. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Gebt einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da. Haut rein. Euer Äpfelkart. Ciao. Ja.